Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Zeit, seid gesund und seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich darf euch heute wieder ein neues Kreativkit vorstellen und darüber hinaus natürlich auch noch weitere Dinge, die es zu einem ganz wundervollen Thema von Charlie und Paulchen gibt. Das neue Thema heißt Boho Baby. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist das wundervolle Kreativkit. Das ist ein weiteres Duftkit. Das heißt, es kommt mit einem Babypuderduft. Den nehmt ihr schon direkt wahr, wenn ihr die Kiste oder das Paket auspackt. Und ich beginne jetzt und zeige euch als allererstes das Designpapier. Das erste Blatt, was in dem Kit mit dabei ist, ist dieses Boho Babypapier. Ihr habt hier ganz viele Ausschneidemotive, womit ihr super schnell Karten basteln könnt. Einfach ein bisschen ausgeschnitten oder schön ausgestanzt, auf eine Karte geklebt. Ein Spruch dazu, hier muss noch nicht mal ein Spruch dazu, weil hier schon in so einer schönen Schriftart Willkommen dabei steht. Und damit seid ihr schon direkt good to go. Das ist mit dabei. Dann haben wir hier einmal etwas in Eichenholzoptik und diese Stanze hier, die wird auch dabei sein, also dieses Motiv hier wird es als Stanze geben, das zeige ich euch gleich und das kann man natürlich auch ganz toll aus diesem Papier hier ausstanzen. Dann haben wir hier einen Hintergrund mit kleinen Blümchen, so eine Art Blümchentapete. Einmal einen grünen Hintergrund. Dann sind hier so kleine Gänse drauf. Auch total niedlich. Für ein Hintergrundpapier gefällt mir sehr gut. Einmal dieses Canvas-Papier in Puderrosa. Dann haben wir hier ein Papier gemustert mit Bäumchen, kleines Küken, Blümchen, ein Hase ist dabei, ein Häuschen, ein Reh und ein Fuchs, was mich persönlich besonders freut. Dann gibt es den Canvas in Maisgelb. Und noch ein schönes Hintergrundpapier mit ganz vielen verschiedenen Blümchen. Einmal Canvas in Blau. Und diesen niedlichen kleinen Esel hier. Dann gibt es einmal ein ganz flauschiges Band. Einmal für die Kartengestaltung oder auch wenn jemand Layouts macht, könnte ich mir das gut vorstellen. Oder auch um ein Geschenk mit einzupacken. Ein richtig schönes flauschiges Band ist mit dem Kit dabei. Mit in dem Set dabei habt ihr auch noch diese schönen Holzteile. Und wenn ihr euer Paket öffnet, werdet ihr es direkt riechen. Daher hat das Paket seinen Namen, dass es ein Duftkit ist. Denn diese Teilchen, die riechen nach Babypuder. Und die kann man natürlich auch für die Kartengestaltung verwenden oder an einen Rahmen kleben, für Boxen, zur Verzierung, für Geschenke. Auf jeden Fall, die sind auch mit im Kit dabei. Außerdem mit im Kit sind diese beiden süßen Kerle hier, ein Hase und ein Esel. Die kann ich mir super gut vorstellen, sie entweder in einer Explosionsbox zu verpacken oder vielleicht selbst ein Mobile draus zu basteln, als Verzierung auf einem Rahmen oder auf einer kleinen Verpackung. Total süß, diese Filztierchen, die habt ihr auch noch mit im Kit dabei. Und natürlich haben wir wieder ganz tolle Stanzen und davon eine ganze Menge. Das erste, was ich euch zeige, ist dieses Babymobile. Unfassbar viele Teile dabei. Habe ich für euch auch schon einmal ausgestanzt, zeige ich euch gerne und hole euch dafür auch natürlich etwas näher ran. Wir haben hier einmal das Mobile selbst. Die kleinen Teile hier kann man noch raustrennen, wenn man das möchte. Und ganz viele Teile, um sie eben an diesem Mobile zu befestigen. Wir haben weitere Wolken,
Dann gibt es Fische in verschiedenen Arten, Sterne, Regenbögen. Dann haben wir noch eine Sonne, einen Mond, den kleinen Hasen hier. Also wirklich ganz viele schöne Teile, die wir an dieses Mobile hier festmachen könnten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, hier so eine kleine Sonne dran, vielleicht das Häschen hier und ein Regenbogen und den Mond vielleicht. So. Und damit könnt ihr euer eigenes Mobile gestalten. Das finde ich natürlich ganz zuckersüß. Und dann haben wir noch diese riesige Stanze hier dabei. Natürlich habe ich auch das einmal für euch ausgestanzt. Es gibt hier diese Babywiege, dieses Babybettchen. Und dann ist hier so etwas dabei, das könntet ihr hier einlegen. Eine kleine Matratze oder eine kleine Decke. Die ganzen Teilchen hier könnt ihr natürlich raustrennen, wenn ihr wollt. Ich fand das jetzt aber erstmal schön, sie drin zu lassen. Dann hat dieses Babybettchen auch Rollen, wenn ihr möchtet, große oder kleine. Wir haben hier Kissen und eine Decke, die hier darüber sitzen kann, also drüber liegen kann. Dann sind diese niedlichen Häschen dabei, die auch in dem Babybettchen sitzen können. Ein kleines Spieltier und ein Stern. Und diese Sachen zeige ich euch später dann noch einmal zusammen mit dem passenden Designpapier. Aber das war jetzt erst einmal alles, was in dem Kit zu euch kommt. Und natürlich basteln wir mit diesen Sachen auch gleich gemeinsam ein paar Beispiele, wie jedes Mal. Neben den Sachen, die es im Kreativkit gibt, gibt es natürlich noch weitere Ergänzungssachen zum Thema Boho Baby. Unter anderem noch ein anderes Grün, ein Frühlingsgrün. Dann haben wir hier noch ein Designpapier Vintage Leder. Das könnte ich mir auch gut vorstellen für die verschiedenen Stanzteile. Und jetzt ist es besonders spannend für die unter euch, die gerne Layouts machen. Es gibt nämlich verschiedene Tapeten für ein Kinderzimmer. Und da haben wir einmal hier dieses Waldkinderzimmer, ist aber natürlich auch für andere Dinge zu verwenden. Dann einmal das Kinderzimmer in Rosa, einmal mit den Häuschen und hier Mond und Wolke. Und dann das Kinderzimmer nochmal in Blau. Hier haben wir die Wasserlandschaft und das Schloss im Hintergrund und einen blauen Hintergrund mit Mond und Wolke. Und den lasse ich jetzt direkt mal hier liegen. Das hatte ich euch vorhin schon gesagt. Der ist dafür designt, zum Beispiel, dass man hier dieses Babybettchen vorne dran stellen kann, wenn man das möchte. Und vielleicht das Häschen reinsetzen. Und damit kann man ganz tolle Layouts machen und Kinderzimmer gestalten. Und zu diesem ganzen Papier gibt es natürlich auch noch viele neue Stanzen und einige davon zeige ich euch jetzt auch noch. Eine der ersten Stanzen, die extra dafür designt ist, ist diese hier mit Garderobe und kleinen Kleiderbügelchen. Ausgestanzt habe ich euch das einmal hier. Ihr habt hier so eine Kindergarderobe und so ein Mäntelchen, noch eine Jacke, eine kleine Tasche. Ich lege die euch mal so hier hin. Dann ist da ein kleiner Hase dabei, ein Lätzchen und ein paar Schuhe. Und ihr habt natürlich auch noch so einen kleinen Kleiderbügel dabei und da könnte man hier die Sachen, den Kleiderbügel an diese Garderobe hängen und diese Jacke daran hängen, wenn man das möchte, oder eben die Tasche über die Garderobe hängen. Das ist auf jeden Fall so designt, dass ihr mit diesen Stanzen ein Kinderzimmer einrichten könnt. Weiter dazu gibt es die gesamte Einrichtung für das Kinderzimmer. Da haben wir zum Beispiel eine Zimmertür
Oder eine Schranktür. Man könnte auch zwei davon ausstanzen und Schranktüren haben, wie man das natürlich gerne möchte. Dann gibt es die Kommode. Die Schubladen hier lassen sich ausstanzen. Dadurch kann man sie mit Abstandshaltern eben wieder hineinkleben, wenn man das möchte. Oder man kann die Schublade auch mit etwas befüllen. So ein Wickeltisch mit kleinem Wandregal vielleicht noch hier an der Wand. Und dann gibt es Kisten und Koffer und Spielzeug, einen Kranz, den man noch verwenden kann und so niedliche kleine Tierchen, die hier auf der Kommode sitzen, eine Wickelauflage oder sogar so einen kleinen Teppich. Hier haben wir noch ein Regal und eine kleine Flasche, die man hier hinstellen könnte. Ein winziger kleiner Fuchs. Dann haben wir hier noch so eine Rassel oder ein Schnuller, ein kleiner Igel und noch ein Regalchen. Also ihr seht, ihr könnt ein ganzes Kinderzimmer damit einrichten und tolle Layouts damit gestalten. Als nächstes gibt es einen 3D-Schnuller. Der sieht ausgestanzt so aus. Und das finde ich richtig cool. Da kann man hier die einzelnen Enden so durchstecken und hat dann hier so einen richtig niedlichen 3D-Schnuller. Ich könnte mir vorstellen, das hier in der Mitte auch nochmal auszuschneiden und drauf zu kleben. Und das ist doch eine ganz niedliche Kartendekoration. Dann gibt es einmal kleine Babyschuhe, die man schön auf eine Karte kleben kann. Und ein ganzes Set mit Babyflasche und Schnullerkette, einem Schnuller und zu einem Rasseltier. Auch das hier kann man in der Mitte noch raustrennen. Und für die Flasche gibt es auch noch diese beiden Teilchen, die werden extra ausgestanzt, um die Flasche eben farbig zu gestalten. Vielleicht auch nochmal für die Kinderzimmerdekoration, aber auch so auf einer Karte total niedlich, haben wir hier einmal einen Hocker. Nochmal so ein süßes kleines Häschen, was wir ja schon kennen, guckt aber diesmal in die andere Richtung. Und so ein Korb, wo auch ein kleiner Hase drin sitzt, total süß. Auch das, wie gesagt, stelle ich mir schön vor auf einer Karte oder eben als Kinderzimmerdekoration passend zu dem Designpapier. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Anziehsachen und Accessoires für das Baby. Da haben wir einmal Lätzchen und kleine Strampler. Die Lätzchen sehen so aus. Wir haben sie also hier mit Regenbogen, mit einem kleinen Regenbogen oder mit einem Herzchen. Auch hier, das lässt sich wieder raustrennen, um es dann farbig zu gestalten. Und ebenso der kleine Strampler oder Babybody, ein Babymützchen. Und auch hier kommt passend dazu ein kleiner Kleiderbügel, dass man die Sachen auch für die Kinderzimmerdekoration verwenden kann. Die letzten beiden Stanzen, die ich euch jetzt zeige, sind richtig süße, nostalgische Babystanzen. Die gefallen mir richtig gut. Wir haben hier einmal dieses Set. Und zwar ist das hier so eine kleine niedliche Pumphose. Den Regenbogen setzen wir hier nochmal wieder ein. Und auch wieder so eine Art Strampler. Eine kleine Schleife ist dabei. Und hier nochmal, um vielleicht hier oben so ein Rüschenteil aufzusetzen, wenn man das möchte. Hier, naja, also ich glaube, hier wird es besser aussehen. Und auch hier wieder passend ein kleiner Kleiderbügel. Und das andere Set eher für ein Mädchen. Wir haben hier einmal dieses Kleidchen, dann eine kleine Pumphose, ein Röckchen, so einen niedlichen kleinen Strampler wieder. Schleifen sind dabei. Dann hier so ein Kleidchen mit Hängerchen. Einmal einen Kragen, so einen Babykragen. Und auch hier ist wieder ein Kleiderbügel dabei, um die ganzen Sachen schön
an eine Garderobe zu hängen, wenn man denn gerne möchte. So, das finde ich richtig niedlich nostalgisch. Und ich stanze mir das immer einmal aus Aquarellpapier aus, damit ich es dann später auch noch schön kolorieren kann. Aber ihr könnt es natürlich auch aus Designpapier ausstanzen oder farbigem Karton, wie euch das eben gefällt. Passend zu dem Thema Baby gibt es auch noch neue kleine Prägefolder, die auch ganz niedlich sind und wunderschöne Motive in das Papier prägen. Und die gibt es auch noch passend dazu. Passend zu dem Babythema habe ich auch noch hier Nouveau Drops in so einem schönen rosa Schimmer und so einem milchigen Weiß. Und Liquid Pearls, die ich persönlich noch ein bisschen lieber mag, weil sie sich besser verarbeiten lassen. Aber die schimmern immer, deshalb auch nochmal was ohne Schimmer. Auch in einem Rosa und in so einem schönen Rot. Die werde ich noch verwenden. Finde ich passen ganz prima zu dem Babythema. Weiterhin gibt es auch noch viele tolle Stempel. Ich habe jetzt diesen hier, den ich euch noch zeigen kann. Und da haben wir einmal die Erde und Mond und eine Wolke. Und da steht, als du geboren wurdest, hörte die Erde für einen kurzen Moment auf, sich zu drehen. Der Mond hielt den Atem an und ein Stern erschien am Himmel. Finde ich auch einen ganz niedlichen Babyspruch, aber es gibt noch ganz viele andere Sprüche. Schaut doch einfach mal im Shop vorbei, was euch so gefällt. Ebenfalls neu im Shop eingezogen ist ein passendes Stempelset mit niedlichen Sprüchen, kleinen Wolken und Sternen, Regenbögen. Ihr habt hier so ein Banner, kleine Blümchen und alles, was das Herz begehrt, wenn es um Babystempel geht. Dieses neue Set ist auch im Shop eingezogen. Und wie vorhin angekündigt, basteln wir jetzt mit dem Kreativ-Kit Beispiele, was man alles so daraus machen kann. Für mein erstes Kartenbeispiel habe ich mir den Ausschneidebogen ausgesucht, weil man damit super flott Karten machen kann. Ich zeige euch auch direkt, was man machen kann. Und zwar habe ich mir hier die Mädchenvariante von der Wäscheleine ausgesucht. Und das hier ist so ein Kartenaufleger in A6 groß und ich gucke ungefähr, wo ich den anlegen will. In etwa so. Guckt, dass die Seite hier gerade ist. Und dann gehe ich mit einem Bleistift einmal entlang, ganz leicht. Und damit habe ich die Größe schon einmal abgemessen. So kann mein Kartenaufleger dann gleich aussehen. Und das schneide ich mir einmal aus und dann machen wir weiter. Ich habe mir das jetzt einfach ausgeschnitten und ein bisschen kleiner als mein Kartenrolling. Ich finde das immer schön, wenn man noch so einen ganz kleinen Rand sieht. Und letztendlich werdet ihr damit sogar schon fertig. Ihr könntet das jetzt einfach auf euren Kartenrolling aufkleben und fertig ist die Babykarte in 2 Minuten gemacht. Das ist der Vorteil an so einem Ausschneidebogen. Und sie sieht trotzdem sehr schön aus und mit dem kleinen feinen Rand drumherum immer auch sehr edel. Alternativ, wenn ihr eine schöne Stanze habt, die einen noch gepunkteten Rand oder gestitchten Rand ausstanzt, könntet ihr das jetzt auch noch machen und dann aufkleben. Auch das wäre sicherlich sehr schön. Ich möchte mit diesem Aufleger noch etwas Besonderes machen und deshalb habe ich hier so eine Perforiermatte und mein Picktool. Ich möchte nämlich diese Leine hier, dass die echt ist, so als kleiner Clou. Und dafür habe ich mir noch so Ito-Garn ausgesucht. Ich bin gespannt, ob funktioniert, was ich vorhabe. Und zwar werde ich hier in der Mitte ein Loch reinpieken, ein etwas größeres. Dann nebendran ein Loch. Und immer neben den Klammern möchte ich ein Loch reinpieken und hier neben der Schleife und da werde ich gleich Ito-Garn durchnähen. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ihr
ihr seht, das ist jetzt hier so perforiert und dann nehme ich mir eine Nadel und fädel mir hier einmal das Itogarn auf und werde jetzt hier einmal von vorne einstechen und lasse mir das so ein bisschen hier überstehen. Ich versuche das mal doppelt zu nähen, gehe dann hier unten wieder rein. Und hier an der Klammer hinein, dort wieder raus. Und ich habe mir das hier so doppelt genommen, damit das ein bisschen mehr ist. Seht ihr? Und wieder raus. Und so nähe ich mir einmal die komplette Leine nach. Hier am Ende schneide ich mir das einfach ab. Und binde eine kleine Schleife. Ich gucke mal, ob ich mir hier ein bisschen noch was ziehen kann. Vielleicht das Ganze so ein bisschen aufgelockert, nur so ein bisschen. Ich habe mir jetzt hier noch so zwei kleine Schleifen gebunden. War ein bisschen fummelig, also wenn ihr das machen wollt, dann nehmt auf jeden Fall genug Garn und lasst genug übrig, dass das auch nachher wirklich gut geht. Schneide ich mir hier die Enden einmal ab. Und dann werde ich das noch mit so einem kleinen Tropfen Kleber fixieren, dass mir das nicht mehr aufgeht. Und schon habt ihr die Karte mit einem ganz kleinen Step unheimlich aufgewertet. Und sie sieht einfach jetzt nicht mehr aus, als hätte man nur ein Stück Designpapier genommen, auf eine Karte geklebt. Und um noch einen Schritt mehr zu gehen, habe ich jetzt hier so Glossy Accents. Der ist von Ranger. Den gibt es aber auch noch von anderen Firmen und ich habe den schon. Also ich kann nicht sagen, wie viele Jahre, aber die sind unheimlich ergiebig. Und um das Ganze nochmal aufzuwerten, gehe ich hier über diesen Babybody auch noch einmal so mit Glossy Accents drüber, damit das Ganze nachher auch noch so ein bisschen einen 3D-Effekt bekommt. Und dann kleben wir das Ganze, wenn es getrocknet ist, auf den Kartenrolling auf. Wenn ihr keinen Glossy Accents habt, dann kann ich euch an der Stelle durchsichtige Nuvo Drops empfehlen. Das funktioniert auch ganz gut. Und ihr geht einfach entlang der Linie, guckt, dass ihr nicht übermalt. Und das Ganze zieht sich noch so ein bisschen zusammen beim Trocknen. Deshalb geht schön nah an den Rand und dann füllt ihr es einfach aus. Und dann kriegt das Ganze noch wie so einen kleinen 3D-Effekt. Passt aber ein bisschen auf, dass ihr keine Blasen macht, weil das sieht dann nachher unschön aus. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen und kümmern uns um Kartenbeispiel Nummer 2. Für das nächste Kartenbeispiel habe ich gedacht, ich arbeite mit dem Designpapier. Ich habe einmal hier das mit den kleinen Blümchen gewählt und mir ein großes Oval ausgestanzt. Die Stanze ist in meinem Bestand. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo ich sie her habe. Ich meine, ich hätte sie mal auf einer Messe gekauft. Weiß aber nicht, von wem sie ist. Aber ihr habt bestimmt auch Ovalstanzen oder irgendetwas in der Art, was für euch passt. Das innere Teil hebe ich auf. Damit kann ich noch was anderes machen. Ich brauche nämlich nur den äußeren Teil. Und hier habe ich aus dem Canvas in Blau mir auch in A4 eine Kartenauflage zurechtgeschnitten und das werde ich so aufeinander kleben und habe damit eine sehr schöne Basis für mein Mobile, was ich mir hier auch schon einmal zurechtgelegt habe. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich klebe das hier mit ein bisschen, also ich klebe das untere auf ein Kartenrolling, hier das mit ein bisschen Abstandshaltern auf und dann baue ich mir auf der Karte mein Mobile zusammen. Thank you.
Musik ist mein Kartenbeispiel Nummer 2. Ich habe hier noch so ein kleines Fähnchen ergänzt und da werde ich noch den Namen meines Patenkindes draufschreiben. Ihr könnt natürlich auch einen Stempel verwenden mit Glückwunsch oder was auch immer ihr gerne möchtet. Ich werde es hier personalisieren. Auf jeden Fall finde ich, ist das eine ganz niedliche Karte. Ihr könnt natürlich das Mobile anpassen, dass es eher für ein Mädchen passt, ebenso mit dem Hintergrundpapier. Ganz einfach individualisierbar. Und das ist mein Kartenbeispiel Nummer 2. Meine erste einfache Karte ist mittlerweile auch getrocknet. Ihr seht es hier, den Glossy Accents Effekt, dass sich das jetzt hier so ein bisschen hervorhebt. Und ich habe nichts anderes gemacht, als das noch auf einen Kartenrolling zu kleben. Und ich finde, das sieht doch auch richtig klasse aus. Als nächstes würde ich gerne eine Gutscheinkarte mit euch basteln. Das heißt also eine Karte, in die man so eine Gutscheinkarte verpacken kann. Finde ich auch immer wieder ein schönes Geschenk, wenn jemand ein Baby bekommen hat. Dazu habe ich mir einmal das grüne Papier ausgesucht und ich habe mir die Maße so zurechtgeschnitten, dass das Ganze eine A6-Karte wird, also auch in einen normalen Umschlag passt. Die Maße für den Zuschnitt sind hier 30 cm mal 14,8 cm. Und jetzt bringen wir Falzlinien an. Die Falzlinien werden jetzt folgendermaßen angebracht. Die erste Falzlinie ist bei 10,5 cm. Dann schieben wir weiter auf 12,5 cm. 14,5 cm. Und die letzte Falzlinie bei 25 cm. Und das war's schon. Jetzt knicke ich meine Falzlinien einmal komplett nach. Ich gehe immer gerne nochmal mit meinem Falzbein darüber. Und jetzt sind meine Falzlinien entstanden. Das hier oben wird der Deckel. Das sind die beiden Kartenseiten. Und hier entsteht jetzt so eine, ja, wie so ein kleines Dreieck. Und das falte ich mir nach oben. Und darin können wir nachher unsere Karte einstecken. Und das kleben wir jetzt auch schon zusammen. Ich nehme Flüssigkleber und ich möchte ja, dass so eine Tasche entsteht. Deshalb klebe ich auf der schönen Papierseite nur den äußeren Rand zusammen. Trage also dünn Kleber am Rand auf. Das war's schon. Und falte mir das jetzt so zusammen. Und warte, bis es getrocknet ist. Wenn das Ganze getrocknet ist, sieht es so aus. Und ihr habt jetzt hier so eine kleine Tasche. Die ist natürlich oben noch zu. Das heißt, hier den Bereich müsst ihr noch aufschneiden. Das könnt ihr einfach mit einer Schere machen. Ich mache das jetzt hier mit meinem Schneidegerät. Ihr könntet aber auch eine Randstanze nehmen oder eine Zickzackschere oder was auch immer ihr möchtet. Ich schneide jetzt hier so einen ganz feinen Bereich oben ab. Und dann entsteht hier wie so eine Tasche, in die nachher die Karte eingesteckt werden kann. Was ich noch gemacht habe, ich habe mir Designpapier zugeschnitten und zwar das hier mit dem niedlichen Esel. Und das werde ich jetzt auch noch aufkleben. Ich habe mir die ein bisschen kleiner zugeschnitten als der Rohling. Und den klebe ich jetzt hier mit Flüssigkleber auf. Achtet beim Aufkleben darauf, wenn ihr Motivpapier habt, was eine bestimmte Richtung vorgibt, dass es nicht auf dem Kopf steht, sondern dass ihr das dann auch schön gerade aufklebt. Ich habe es mir jetzt so zugeschnitten, dass ein kleiner grüner Rand noch stehen bleibt, weil ich das schön finde.
Das ist jetzt hier einmal aufgeklebt. Und ein kleiner Tipp, falls ihr nicht so genau gefalzt habt und eure Klappe nicht richtig zugeht, dann könnt ihr hier einfach ein Stückchen abschneiden, so lange, bis es schön passt. Hier auf das Deckelchen klebe ich jetzt auch noch einmal Designpapier. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Rückseite lasse ich grün, das finde ich schön. In die Innenseite klebe ich mir hier oben noch einmal ebenfalls Designpapier ein. Und hier unten, das lasse ich frei, weil da kann man natürlich noch eine Grußformel aufschreiben, wenn man das möchte. Ihr könntet aber auch natürlich da auch noch Designpapier hinkleben oder direkt mit doppelseitigem Designpapier arbeiten. Dann spart ihr euch natürlich den Schritt, da nochmal Papier aufzukleben. So sieht eure Karte dann aus, wenn alles fertig und getrocknet ist. Ihr könnt die dann so aufklappen und dann ploppt das Ganze hier so ein bisschen nach oben, wie in so einer Art Pop-up-Karte. Ihr könntet natürlich hier noch Elemente hinkleben, die dann so mit aufploppen. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwas eingesteckt, dass ihr seht, wie das aussieht. Dann verschließt ihr eure Karte und jetzt habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ihr eure Karte verschließen könnt. Einmal wäre es möglich, mit Magnet zu arbeiten. Ihr könntet aber auch das hübsche Band nehmen, was im Kit mit drin ist und es somit einfach verschließen. Das finde ich auch eine süße Variante. Ich zeige euch aber jetzt eine ganz schnelle. Und zwar hatte ich hier noch so ein bisschen Designpapier übrig. Das habe ich mir 3 cm breit zugeschnitten und hier schon ein bisschen doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Ihr legt eure Karte einmal auf das Band. Und dann faltet ihr es um eure Karte herum. Ich ziehe hier schon einmal das doppelseitige Klebeband ab. Einfach einmal umfalten, nicht zu eng, damit die Banderole nachher auch wieder schön abgenommen werden kann. Und dann klebe ich das hier einmal fest. So, und jetzt sitzt die hier schön locker und kann runtergeschoben werden. Und jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze zu verzieren. Ich habe jetzt einmal aus dem Ausschneidebogen hier das kleine Rehkitz ausgestanzt. Das könnte man einfach hier raufkleben und fertig ist eure hübsche Banderole. Auch hier könnte ich mir vorstellen, vielleicht im Hintergrund nochmal hier mit so ein bisschen von diesem Plüschband zu arbeiten. Fände ich auch sehr süß. Eine weitere Möglichkeit, ich habe euch ja noch andere Sachen gezeigt, die jetzt nicht mit im Kit sind, sondern es noch zusätzlich gibt, wäre hier mit diesem 3D-Schnuller zu arbeiten. Finde ich auch total süß, den könnte man hier einmal anbringen. Entweder den Schnuller so einstecken, geht natürlich, oder ihr könntet ihn auch andersrum einstecken, wie euch das eben besser gefällt, so dass das so ein bisschen nach unten hängt, wie euch das gefällt. Das wäre eine niedliche Möglichkeit. Dann habe ich hier einmal mit den Prägefoldern gearbeitet. So könnt ihr es schön sehen. Und es ausgeschnitten. Auch das ist ein niedlicher Verschluss für die Banderole. Wie euch das eben gefällt und was ihr so zur Hand habt. Und fertig ist eine super süße Karte im Kartenformat mit einem Clou einer kleinen Geschenkkarte im Inneren. Hier seht ihr jetzt meine Beispiele, die aus dem neuen Kreativkit Boho Baby entstanden sind. Alle Produkte, die ich verwendet habe, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox, genau wie den Shop von Charlie und Paulchen. Schaut doch einfach mal vorbei und stöbert, was es da alles Tolles gibt und was ihr vielleicht mit euren vorhandenen Sachen noch verwenden könnt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige neue Produkte vorstellen. Ihr habt Lust zu basteln und eure Kreativität ist in Gang gesetzt. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute und kreative Zeit und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Also macht's gut. Tschüss.